Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Marvel's Spider-Man, die Stadt, die niemals schläft, Silver Linings. Ich habe vorsichtshalber noch einmal nachgeguckt und ja, 1 plus 1 gleich Sieg scheint die finale Hauptmission von diesem Part, von diesem DLC zu sein. Mit anderen Worten, ich werde jetzt die restlichen Nebenaktivitäten beenden. Wir haben jetzt noch ein paar Tonbandaufnahmen, wir haben ein Olympus-Versteck. Hier irgendwo eine Nebenmission, die ich allerdings nicht sehen kann. Vielleicht muss ich dafür die Aufnahmen einsammeln oder das Versteck machen. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall wieder irgendwo eine Tonbandaufnahme. Ah. Momentchen mal. Ah. So. Na, das gibt's doch nicht. Da haben wir es doch. Ist jemand zu Tode gestürzt? Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? Auf der letzten Aufnahme hat der Therapeut den Spieß umgedreht. Hm. Da sind Sie ja. Setzen Sie sich. Haben Sie das, das sollte Ihr Kapitalproblem beheben. Okay. Das tut es allerdings. Danke. Also, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich einige Polizeibeamte behandle. Überlegen Sie richtig, aber mein Boss und mich interessiert nur eine Patientin. Um wen geht es? Captain Yuri Watanabe. Yuri? Was hat sie damit zu tun? Ich fürchte mich vor dem Ende dieser Geschichte, aber ich muss dranbleiben. Auf jeden Fall. Ah, als nächstes ist jetzt wieder ein Olympus-Versteck an der Reihe. Ich glaube, das letzte, das hier angezeigt wird. Finde ich gut, ehrlich gesagt. Die Kämpfe dort, die sind echt ziemlich hart. Und die Tatsache, dass das jetzt der letzte sein wird, das beruhigt mich. Ach ja, einen neuen Anzug habe ich auch jetzt wieder nicht ausgerüstet, oder? Den habe ich ja schon im letzten Part angehabt. Naja, schauen wir mal, was das Anzugrepertoire noch hergibt. Hi David. Kleinen Moment, dann schauen wir noch einmal im Anzugrepertoire nach. Was könnten wir jetzt noch mal nehmen? Vielleicht Iron Spider Anzug, das wäre doch mal wieder nicht schlecht. Den finde ich nice. Weil den Anzug, nein. Hab das letzte Versteck. Um ehrlich zu sein, nein. Großartig. Also, ich dachte, vielleicht sollten wir die Hilfsgüter zur Polizei bringen. Nur zur Aufbewahrung. Ich passe lieber selber darauf auf. Ich habe das Gefühl, dass du mir was verschweigst. Ich hatte ein Arbeitsvisum über Sable International. Durch meine Kündigung ist es ungültig. Schon eine Ausweiskontrolle könnte meine Abschiebung bedeuten. Ich will nur das hier erledigen. Dann bin ich weg. Vielleicht kann ich dir bei der Aufenthaltsgenehmigung helfen. Es ist schon okay. Das war meine Entscheidung. Ich bereue es nicht. Okay. Yikes. Dumm. Gute Nacht. Ach, Mann, ey. Jetzt wollte ich es aber wieder spannend machen, wa? Okay. Die klitzekleine Spinne. Schlaf schön. Zack. Ja, ich habe mir schon keinen weiteren Text mehr dazu ausgedacht. Ist mir einfach nur in den Kopf geschossen. Keine Ahnung, die klitzekleine Spinne, die Wand erklommen hat. Dann springt sie herunter und macht den Gangster platt. Hat dich überrascht, was? Besser wird's nicht, glaubt's mir. So. Da hinten. Angetroffen! Ja, genau, untersuche das doch mal. Ja, sehr schön. Führe eine 100-Treffer-Kombo aus. Na, die haben Erwartungen an mich. Oh, da ist ja immer noch einer. Oh, nee, drei. Was? Wo kommen die denn jetzt her?
Jawohl. Und jetzt kommt die zweite Welle. Okay. Hey Jungs, tolles unterirdisches Versteck, aber sorgt für genug Vitamin D. So. Was? Hi MJ. So, geht doch. Jawoll. Kettenblitz. Erinnerst du dich noch an deinen Artikel über den Lehrermangel hier in der Stadt? Tja, ich hätte da jemand hassen, wenn ich... wenn er ein Visum hätte. Och, Spidey. Ich glaube, dass man seinen Arbeitgeber über Empfehlungen möglich. Schicken seine Daten, ich höre mich mal um. Ah ja. Ja, auf Nummer sicher zu gehen, kann durchaus nicht schaden. Gut mitgedacht, Spidey. Ich bin nur dem Geruch gefolgt und ich dachte, auf der Straße stinkt. Und ich hatte recht. Was zum Teufel? Nein. Dich schalte ich direkt aus. Na, wo ist er? Wieso ist er so weit weggelaufen in die Ecke? Hast du so viel Angst vor mir? Komm schon, musst du doch nicht. Da ist er, auf ihn! Ein Nickel für jedes Mal, wenn ich das höre. Moment, gibt's überhaupt noch Nickel? Sobald nee. Ich hier fertig bin, schlage ich das mal nach. Nee, Spidey, du hast jetzt gerade wie ein alter Mann geklungen. So. Keine Jetpack-Typen. Habe ich eine Allergie gegen. Nein. Geht schon wieder los hier. Ach Leute. Nein, bin ich nicht. Oder vielleicht doch. Ah, jetzt reicht mir aber langsam mit diesen dreckigen... Es ist Spider-Man! Du weißt meinen Namen noch! Das ist so toll, dafür werde ich weniger hart zuschlagen! Guck mal, Spider-Man ist doch mit nicht allzu viel schon zufrieden. Ich hasse auf jeden Fall die Jetpack-Typen ganz offiziell und die Raketenwerfer-Typen. Alle beide kann ich einfach nicht ausstehen. Komm her. Ah, hast du hier schön in der Nische gewartet, bis ich vorbeischwinge, ja? Damit du einen einfachen Raketenwerfer... Nein. So, yes. So, wer kommt jetzt noch? Ah, yay! Das ist unfassbar, wie wenig Zeit ich einfach zum Ausweichen habe bei den Drecksraketen. Immer wieder. Ja genau, versuch mal durch dieses riesige Ding in der Mitte der Arena zu schießen. Hat sich selber ausgenockt. Merkst du, wie dumm das war? Letzte Welle, gut zu hören. Wisst ihr, wenn ihr alle gleichzeitig rausgehen, wäre die Chance größer, dass... Ah, ich gebe lieber keinen Tipp. Naja, wir... Ich bring dir Respekt bei. Okay, und weg mit dir. Den Typen mit dem Schild mache ich direkt fertig. Na komm, jetzt die Insta-Kills benutzen. K.O.s, sorry. Nein. Nein.
Nein, 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 nein. Nein. Och, Leute. Wirklich, ich will da hoch zu dem Mistkerl oder Mistkerlin mit den Raketenwerfern. Okay, Moment. Nein. Ah. Ernsthaft? Der ist immer noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Einmal noch und das ist aus. Nein. Okay. Komm schon. Ja. Ich habe ganz genau gesehen, wie du mich mit deinem Raketenwerfer schief angeguckt hast. Nein. So. Aus die Maus. Das war das Letzte. Yes. Oh. Ich scheine hier fertig zu sein. Puh. Läuft doch. Letztes Versteck. Suche ich die Hilfsgüter für David. Yep. Umgebung scannen. Wo haben wir sie denn? Dürften ja nicht weit sein. Ah, da sehe ich sie doch. Okay, aber wie? Ah. Und jetzt dadurch? Ja. Das hier müssen die Hilfsgüter sein. Ja. Wirklich? Ist das euer Ernst? Ganz große Klasse. Aber wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal das hier. So. Bringt ihn auf den Boden. Reicht das? Nein, natürlich nicht. Da ist noch einer mit dreckigem Schild. Wo ist der? Oh. Wow, der Typ, der erreicht mich genauso wenig, wie ich ihn erreiche. Guckt euch das an. Ah, Nervbolzen. Die letzten Hilfsgüter sind gesichert. Danke. Ich bringe alles zur Symkarianischen Botschaft und sorge für die Auslieferung. Sag einfach Bescheid, wenn ich noch irgendwie helfen kann. Mach ich. Und danke nochmal, Spider-Man. Das war's wohl. Hoffentlich kann MJ was für ihn tun. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wie sich das entwickelt. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, das ist noch nicht ganz vorbei. Was vor allen Dingen daran liegt, wir haben bereits die letzte Story-Mission vor uns. Und das Einzige, was jetzt noch Nebenmissionen auslösen könnte, sind eigentlich die Nebenaktivitäten, die noch übrig sind. Also kann sein, dass da gleich was kommt. Von den Tonbandaufnahmen verspreche ich mir auf jeden Fall noch eine Nebenmission. Es muss hier in der Nähe sein. Aha. Noch etwas für mich. Jetzt muss ich nur noch die Fallakte finden. Hey David, was gibt's? Spider-Man, ich habe die Hilfsgüter und bin auf dem Weg zur Botschaft. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Wo bist du? Ich bin nicht sicher. Ich... David? David! Oh. Halt durch! Bin unterwegs! Hammerheads Leute wussten, dass David allein ist. Und angreifbar. Ich hätte es wissen müssen. Durchhalten, David. Wow, clever. Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord. Aber Yuri hatte Zweifel. Das Opfer gehörte zu Hammerheads Kumpan. In der letzten Aufnahme haben sie über Yuris Krankenakte gesprochen. Hier ist Captain Watanabes Akte. Das ist alles. Kleinen Moment, in der Zeit kann ich ja schon mal die nächste Aufnahme anvisieren. Ach, kann ich gar nicht. Das ist ja, ja nett. Haben Sie Sitzungen von mir aufgezeichnet? Nein, ich zeichne Sitzungen nie auf. Das wäre unethisch und illegal. Wir möchten, dass Sie Ihre nächste Sitzung aufzeichnen. Und mein Boss hat eine Liste mit Fragen, die Sie stellen sollen. Haben Sie damit ein Problem? Nein, kein Problem.
Ich sollte mir das wohl nicht anhören. Aber ich kann nicht aufhören. Wer das hinterlassen hat, war wohl mit der Arbeit der Polizei nicht zufrieden. Gefundene Aufnahmen. So, da oben sind die letzten beiden. Ziemlich weit im Norden. Ich würde zwar gerne sagen, ich werde in diesem Part jetzt den Rest der Nebenaufträge erledigen. Was ist jetzt los? Ah, ich dachte schon, das Spiel hätte sich aufgehängt. Okay, ich hätte zwar gerne gesagt, dass ich das diesen Part schaffe, aber da die Verbrechen ja nach wie vor ausstehen, wird das, glaube ich, nichts. Ich werde diesen Part noch so viel wie möglich versuchen. Aber es kann sein, dass ich diesen und noch zwei weitere Parts benötigen könnte. Ich komme näher. Könnte. Ich hoffe, dass der die hinterlassen hat, seine Gründe hatte. Upsala. Das wollte ich jetzt nicht. Ups. Wow. Zeigen alle runter. Also hier in der Mitte beim Baum, oder was? Doch nicht. Ach, da in der Mitte vom... Natürlich. Ich erinnere mich, dass Yuri sagte, dies sei wohl ein Unfalltod gewesen. Lebensmittelvergiftung, glaube ich. All diese Berichte stammen aus den letzten 12 Monaten. Aber letzten Monat hat Yuri selbst all diese Fälle übernommen. Hat Yuri mir all diese Aufnahmen hinterlassen? Okay, Yuri, machen wir weiter. Denken Sie immer noch so zwanghaft an diesen Verdächtigen? Ja, manchmal fühlt es sich an, als hätte ich ihn fast. Und manchmal so, als würde ich ihn niemals kriegen. Machen Sie auch Ihre Atemübungen? Ich versuch's. Aber? Ich weiß, wer er ist. Und wo er ist. Und ich weiß, was er getan hat. Aber ich kann nichts tun. Nicht ohne rechtlich verwertbare Beweise. Das muss frustrierend sein. Sie haben ja keine Ahnung. Anscheinend nimmt Yuri an, dass der Typ auf dem Band all diese Leute umgebracht hat. Ich glaube, sie könnte recht haben. 6 von 9. Ah, sehr gut. Wir sind schon in die richtige Richtung gelaufen. Warum ist es jetzt auf einmal so still? Das gefällt mir nicht. Ich muss ganz nah sein. Von der Musik her. Auf einmal gar nichts mehr. Das typische Gelb. Unangenehm. Der Mörder muss hier irgendwo sein. Das ist noch ein Polizeibericht. Da bei der Schüssel war das. Nein, das war zu hoch. Da. Jetzt aber. Ich erinnere mich daran. Jemand wurde bei einem Unfall durch einen Stromschlag getötet. Und das Opfer kannte Hammerhead. Yuri hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Auf der letzten Aufnahme klang Yuri frustriert. Sie haben ja keine Ahnung. Das ist alles? Ja, ich meine, wir haben noch kurz über Ihre Medikation gesprochen, aber... Wann ist Ihre nächste Sitzung? Warum? Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Holen Sie zum Schlag gegen Yuri aus? Ich muss zu diesen anderen Orten. Ich wollte gerade sagen, der letzte Part, der klang jetzt so, als ob da ein bisschen was fehlen würde. Das war jetzt merkwürdig. Okay, als nächstes dorthin, aber ich habe hier ja noch ein paar Verbrechen zu lösen in dem Gebiet. Von daher, wenn ich schon gerade hier bin, mache ich die eben noch voll. Ja, muss ich eben gucken. Je nachdem, wie lang der Rest im nächsten Part dauert. Ich gehe mal stark davon aus, ich werde da noch zwei Parts dran sitzen, nach diesem hier. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso das so gewesen ist, aber ich bin hier mindestens 2 Minuten lang durch die Gegend geschwungen und kein einziges Verbrechen hat sich ereignet. Was sich von meiner Sicht aus nur so erklären lässt, dass aus irgendeinem Grund gerade die Verbrechen gesperrt sind. Und ich denke mal, ich muss jetzt irgendeine andere Nebentätigkeit erfüllen, damit die wieder aktiv werden. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Also mit anderen Worten, ich gehe mal wieder zu einem Tatort. Ich glaube, ich bin fast da. Ah, von den Bändern her. Bestimmt hinterlässt Yuri all diese Sachen. Ja, ich glaube, da sehe ich das Ding. Mit dem Ding meine ich eben die Akte. Ah, oder?
Ist das im Inneren der Säule oder wo ist das? Ach nee, das klebt da unten, glaube ich, oder? Ich will fast nicht zuhören. Komm schon. Ja, da ist es doch. Komm schon. Na, geht doch. Hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Hm. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank, glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Yuri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Gefundene Aufnahmen. Ah, sehr gut. Die letzte ist gleich hier. Ich glaube, ich bin ganz nah am letzten Tatort. Hallo? Schauen wir mal. Ah. Yuri war hier. Wo ist die Akte? Da. Hab sie. Yuri hat mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay, ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Darauf freue ich mich, Captain. Yuri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh, hey. Alter! Warum habe ich mir das angehört? Das kam aus dem Nichts. Ach du Scheiße. Boah. Das war jetzt gruselig. So, hallo Doc, mit wem haben Sie gesprochen? In dem Moment weiß man, okay, ich bin erledigt. Eieiei. So, mir wurde eine neue Nebenmission hinzugefügt. Ich habe das genau gesehen. Wo soll die jetzt sein? Hier? Sehe ich zwar noch nicht. Anruf von einer unbekannten Nummer. Oh je. Hallo, alter Freund. Oh. Treff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Halt, warte, Yuri! Mist, sie ist weg. Nach allem, was Yuri erlebt hat, muss es ihr furchtbar gehen. Sie tut nichts ohne einen Grund. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Bei was auch immer. Da bin ich jetzt echt gespannt. Hoffentlich ziehen wir diesen Dreckskerl aus dem Verkehr. Diesen komischen Auftragskiller. Der immer und überall seine Augen und Ohren zu haben scheint. Bei so einem Typen läuft es mir auch schon eiskalt den Rücken runter. Alles klar, Leute. Das werden wir dann allerdings erst im nächsten Part machen. Also dann, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir Yuri helfen werden, eine weitere kleine Nebenmission abschließen werden. Ach, da unten ist sie ja sogar schon. Krass. Ja, und die restlichen Hammerhead-Verbrechen abhaken werden. Und in dem Part darauf kommt dann das Finale der Story von Die Stadt, die niemals schläft. Ich bin gespannt darauf. Also dann, bis dahin, Leute. Ciao, ciao.